Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Heute wollen wir auf jeden Fall mal noch Ofen bauen und unseren Südeingang ein wenig auslegen. Ja, weil das wird hier sozusagen der Südeingang, wo momentan noch Bett steht. Habe auch mal mir die Chunks schon mal angezeigt, dass ich ungefähr weiß, wohin ich will. Denn ich habe da so jetzt, im Kopf ein bisschen dieses nach Chunk aufpassen. Das heißt, ich habe einen Mittelchunk, deswegen auch einen Dreiergang. Habe dann links und rechts immer die gleiche Größe. Zeige ich euch dann auch gleich. So, dann habe ich jetzt noch ein bisschen Pflanze. Da rein. Als erstes hätte ich gesagt, wir bauen uns einen Ofen. Weil das war, soweit ich weiß, auch die Quest, richtig? Genau, den haben wir abgeschlossen. Jetzt brauchen wir hier ein Furnace. Der Furnace ist einfach nur 3 und 6 Steine. Dann machen wir das auch gleich. Der wird nämlich jetzt dann wichtig, dieser Ofen. Wir claimen es uns und wir schauen es uns auch gleich an. Ey, 4 Kisten? Jawohl! Das ist super! Die haben mich weitergebracht. Mal keinen Scheiß. Ich habe mal was Vernünftiges bekommen. Yay! Hm, sogar ein bisschen Clay. Okay. Ich wüsste jetzt gar nicht, dass ich Clay abgebaut hätte. Okay. Da auch noch eine Kiste. Dann passt erstmal. So. Was brauchen wir als nächstes? Ja, er sagt den Hammer da. Aber den habe ich schon einmal gebraucht. Ja, ich muss ihn nochmal craften. Aber ja, gibt Sachen, wo ich sage, egal. Diese Hämmerli brauchen wir sowieso viel, viel mehr. Habe ich jetzt noch genügend Holz da? Ist eher die andere Frage. Haben wir noch Sticks da? Kann ich da draußen eigentlich Sticks machen? Ja, mit der Säge. Messer hätte ich eher verstanden. Das heißt, ich brauche noch mal ein bisschen Holz. So, dann bauen wir schnell noch mal einen Hammer. Und einen zweiten. Nein. War schon richtig so. So. Wir legen uns hin. Jawohl. Auch das Bett erledigt. Melon und Pumpkin. Wie schaut's aus? Butterkiste. Pumpkin Hammer. Klar, dann nehmen wir hier die Melons. Ja, und beim Bett. Da nehme ich die Tür. Achso, da kriege ich alles. Okay. Kommt dahin. Haben wir nochmal einen Keks. Wir schauen uns Stone Age an. Glas bekommen. Ja, was ist denn heute kaputt? Wir bekommen vernünftige Sachen. Die Tür packen wir auch rein. Dann haben wir Damper. Was ist denn ein Damper? Also ich schaue auf jeden Fall was aus zum Essen. Damper, was denn? Schreibt mir mal rein, was ein Damper ist. Macht mir gar nichts. Null. So, okay. Also, das heißt, wir haben jetzt schon mal das fertig. Was will er denn? Ich soll noch Schweine killen? Die machen mich hier zum Mörder. Ja, genau. Den da machen wir auch gleich. Das macht nämlich total Sinn.
Oak Tree. Haben wir das auch? Das ist mal eine dumme Frage von mich. Kann man da draus auch einen Pembaum machen? Nein. Okay. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. So. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass ich hier ein Orange nehme. Pier habe ich immer wieder gesehen. Walnuss. Nicht so. Kirsche habe ich auch in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr gesehen. Aber wir müssen sowieso alle finden. Also nehmen wir uns einen Orangenbaum. Und freuen uns einen Keks. So, was haben wir denn noch alles? Was geht denn hier über Goals? Cracktech New Horizon is a long modpack with massive amounts of custom content. Und over 3000 Quests to guide you through it. We serve most goals from tier to tier and see how far your journey takes you. The ultimate late game goal is to craft a Stargate or two. But the receipt is... Okay. Und or crafting the tier 8 rocket, which is the last regular rocket in reached in UHV. Okay. Ich bin schon mal froh, wenn ich die erste Rocket baue. Way back! Sind wir natürlich nur nachts. Tagsüber bringt es nichts. Okay, so, dann heißt es jetzt, wir brauchen eigentlich als nächstes Seeds. Das heißt, ich brauche Sticks, ich brauche Holz. Das heißt, wir hauen jetzt mal das ganze Holz, was jetzt hier noch so rumeiert, vor der Base weg. Das Schöne ist an diesem einen Mod hier, ne? Seht ihr ja, dass die Stämme dann rund sind. Das Lustige war zuvor in der Version noch davor, haben sie noch die war auch noch der Lichtmod mit drin, dass man, wenn man eine Fackel in der Hand hält, dass das dann heller ist, aber ja, da haben sie, wie es aussieht, jetzt Schwierigkeiten dazu machen. So, wir brauchen 8 Sticks. Dann nehmen wir das Holz. Und wir haben 8 Sticks. Und wir geben sie her. Und wir claimen uns 5 Karotten. Ja, das Problem ist erstmal, solange ich keinen Eimer habe, brauche ich sowieso noch nicht drüber philosophieren, ob ich hier Felder aufziehe. Und wie ich sie baue. So, wir haben jetzt dann erstmal hier, you probably should have a home by now. A steady supply of food is fundamental requirement at all times. Takes this journal to keep track. Genau. Das ist wichtig. Und zwar in diesem schönen Buch hier. Sieht man, was man jetzt gegessen hat. Und wann man es, also man braucht jetzt 35 halbe Keulen, um ein Herz zu bekommen da unten. Das heißt jetzt, wenn jetzt ihr, ja, ich nehme jetzt mal das Steak hier raus, das Steak hat jetzt eine Keule. Ja, man sieht auch, was man schon gegessen hat. Ja, das, also, gegessen habe ich es noch nicht. Not yet eaten. What does it like? Taste it like? Wir essen. So, jetzt hat man Herzen aufsteigen sehen. Und jetzt steht da 33, ne? Weil das Steak hier eine Hungerkeule hat. Das heißt also, wenn man jetzt natürlich viel von den ganz guten, großen hat, dann geht es natürlich viel schneller. Dauert aber halt auch dementsprechend länger, bis man es halt erstmal zubereitet hat. Das heißt, jetzt kommt das Buch, kommt jetzt dann hier rein. Da kommen die Questbücher auch noch mit hier rein. So, was will jetzt von mir? 128 Sand.
Und 25 Stein, genau. Deswegen habe ich dich eigentlich gebaut. So, das heißt jetzt für mich, ich muss jetzt aber trotzdem noch mal gucken. Ja, da haben wir noch Bäume. Das ist eigentlich genau das optimale Holz, für Sachen bauen. Bei Kirschholz eigentlich, glaube ich, gar nicht, also gar nicht mal so schlecht ausschaut. Aber ich bin halt leider da kein Freund von bis jetzt. Also auf jeden Fall in-game nicht. So, wir machen schon mal da draus. Nettes Geräusch spielen, nettes Geräusch. Danke. Wollte mich wieder wegen wollen. So, dann machen wir erstmal den Baum hier platt. Am Anfang erstmal ein bisschen die Gegend so weit anpassen, dass man sagen kann, okay, da habe ich jetzt erstmal dann meine Ruhe. Akazienholz machen wir auch gleich. Ist egal. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche da erstmal Holz, weil hat Brennzeit 300, hat Brennzeit 300, hat Brennzeit 100. Also das heißt, man braucht drei Sticks. Das heißt, ich kriege da draus aus zwei Holz, also aus 600 kriege ich 200. Bringt nichts. Also machen wir es so. Dann brauchen wir jetzt bitte aber ein bisschen Stein. Dann hätte ich mal gesagt, lassen wir ihn loslegen. So. Jetzt ist die Frage für mich. Ne, ich habe ja gesagt, ich will auf jeden Fall so spielen. Dann hätte ich gesagt, machen wir auf jeden Fall 85. Ich habe genügend Dirt. Dann habe ich schon mal hier, kann ich jetzt hier meine nächste Stufe zünden. Beziehungsweise, nein, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt dann richtig runter. Ich brauche auf jeden Fall mindestens 5 Treppen. Und ich würde die erstmal aus Kabels machen. Und das war schlau. Vor allem, weil ich keine Picke mehr habe. So, was brauche ich? 25 Steine. Ich brauche 128 Gravel. Das heißt, ich muss auf jeden Fall wieder zum Fluss laufen. Dahin oder dahin. So, es ist dunkel. Ab ins Bett. Ich möchte höchstens von bösen Monstern träumen, aber keine sehen. So. Ich glaube nur nicht. Zählt. Jetzt muss ich mal gleich mal gucken. Zählst du auch als Sand? Das ist doch schon mal schön. Bin ja schon mal froh, dass ich hier Sand habe. Filmmasse habe ich hier auch auf jeden Fall auch genügend. Wäre jetzt super, wenn ich jetzt da schon mein F7 mal wieder drücken. Gelbe Kreuze sind in Ordnung. Rote Kreuze nicht.
wäre jetzt schon mal froh, wenn ich einen Kling hören würde. Und dann hätte ich die Sandquest schon mal abgeschlossen. Na genau. Diese da sind nicht meine Freunde. Ja. Machen wir auch gleich wieder zu. Wir haben ein bisschen was brauche ich noch. Bis jetzt kann ich nicht meckern. Schon mal hier richtig viel Sand gefunden. Cool. Wie gesagt, Problem mit diesen schönen Kreuzchen habe ich halt ab dem Zeitpunkt nicht mehr. So. Sobald ich halt Fackeln habe. Das ist halt momentan mein Hauptproblem. So, das heißt, genau, ich habe da momentan mein Werkzeug drin, tue ich jetzt aber auch noch die Blöcke rein. Sand brauche ich nicht noch weiter. Aber ich habe was zum Essen und ich kann meine Herzen wieder auffüllen, also meine Hungerkeulen wieder auffüllen. Auch so eine Sache, die wo ich mir angewöhnt habe, aufzupassen, dass ich meine Hungerkeulen nicht zu weit nach unten rauschen lasse. Kann ich machen, wenn ich dann genügend Material habe, dass es mir egal sein kann. So, das heißt, die Quest ist jetzt fertig. Das heißt, ich brauche noch 128 Clay. So, Steine. Haben wir auch erledigt. Dafür kriege ich meine Schüssel. Dankeschön. Mein wichtigstes Gerät. So, dann haben wir doch bestimmt noch Flint. So, und dann wird gleich mal der erste Mortar gebaut. Und weil ich ja nicht so bin und ich gerade ein bisschen Flint übrig habe, gleich im zweiten hinterher. Einer ist gut, zwei sind besser. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Und jetzt brauchen wir Clay. So, ich hätte mal gesagt, ich gehe erstmal die Richtung. Muss ein bisschen auf die Uhr aufpassen. Ich sollte spätestens ab 16 Uhr nach Hause laufen. Ich sehe gerade. Ah. Kann ich abbauen? Das ist super. Das nicht. So, dann hätte ich mal gesagt, wir drücken mal ein bisschen Minus, dass die Karte ein bisschen größer wird. Ich denke mal, da hinten ist es mehr, weil es da so blau, so schön dunkelblau ist, aber nee. Ich glaube, ich habe hier auf jeden Fall mein Gravel her. Aber ob es jetzt hier auch genügend Clay gibt, kann schon mal fast bezweifelt werden. Also 128 werde ich hier nicht rauskriegen. Ja, dann bin ich eigentlich normalerweise ein Freund, dass ich noch irgendwo einen Fluss habe. Vielleicht finden wir ja noch einen. Das heißt, die Rain Tanks werden auf jeden Fall hier sehr, sehr, sehr wichtig.
Ja, okay, durch dieses größere Feld hier könnte es vielleicht doch reichen. Hallo. Hallo, Stechviech. Wäre es jetzt noch, wenn ich jetzt anfange, noch den Moskitos einzustechen? So, 2:25 Uhr. Was ich nie probiert habe, ob XML auch die Zeit in 24 Stunden machen kann. Bin ich denn eigentlich gestartet? Das müsste ich eigentlich hier sehen, ne? Nicht hier. Ah, war ich gerade, weil da war doch schon ein schönes Gravelfeld. Nämlich das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, 128 Gravel. Da ist auf jeden Fall was. Das Lustige ist, am Anfang sucht man Gravel wie ein Irrer. Und dann weiß man nicht mehr, wohin damit. Und man ist halt jedes Mal beim Buddeln von irgendwelchen Adern und so weiter ausgräbt. So. Machen wir mal noch hier. Zweifels, das reicht. Wir nähern uns der Stunde 17 Uhr. Wie viel haben wir denn? Einen Stack gerade mal. Nein, wir gehen ins Bett. Gar nicht erst in Versuchung führen lassen. Endet nur meistens tödlich. Ja, das sind noch 115 Meter, was man da zurücklegen muss. Wenn der Stock finster ist, ist das richtig viel. Vor allem, wenn es dann rauf und runter geht. Wie gesagt, wenn da mal irgendwann Struktur drin ist, dann ist es egal. Kannst du ja sagen, okay, ich renne jetzt die Treppen rauf und die Treppen runter und links, rechts und geradeaus und hast du nicht gesehen? Na, aber den Barley kann ich essen. Okay. Mahlzeit. Ein bisschen Oats. Jetzt haben wir ein bisschen Pferd gespielt. Mal schnell nachgeguckt, was Oats überhaupt ist. Hafer. Am Jam. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall. Machen wir hier die Erze mit rein. Brauche jetzt nochmal Gravel. Okay, ich hätte hier noch einen größeren See.
Gucke ich erstmal nach unten. Nicht, dass ich vor lauter Freude, nein, dann muss das an dem Ding da. Und da hinten ist der Fluss. Ja, okay. Den Fluss können wir dann am Fluss ein bisschen umleiten. Und die ganzen Tümpel können wir dann zuschütten. Oder beziehungsweise entleeren. Zuschütten. Zuschütten, da sind wir noch ein bisschen weit weg. Ja, aber ich glaube, ich also auf die Tiny Pulse ein bisschen achten. Das heißt, hier ist Garnet. Vayne irgendwo unterwegs. Die wird man auf jeden Fall brauchen. Kohle haben wir auch schon entdeckt. Ich habe das ja gerade so ein wenig gemerkt, ne, dass es so ein kleiner GT-Hype gerade ein wenig ausgebrochen ist. Ich bin gerade mehrere. Und ich muss sagen, also entweder habe ich es übersehen, oder es ist jetzt erst wirklich bei der 2.4.0 dazugekommen. Ich bin der Meinung, das ist eine Kleinigkeit, was da verändert wurde. Aber diese Kleinigkeit macht es so viel einfacher, dass das gleich bei mir den Spielespaß wieder merklich nach oben getrieben hat. Wie gesagt, jetzt muss ich mir halt ein bisschen darum auch die Grundkenntnisse so machen. Darum, wie gesagt, ich werde immer ein paar Folgen auf jeden Fall jetzt im Voraus aufnehmen. Auch gleich anfangen. Also, wenn ihr die Playliste habt, seht ihr, dass das dann immer wieder mal was dazukommt, was noch nicht veröffentlicht wurde. Könnt ihr mir mal reinschreiben, wie es ihr gerne, also was ihr immer sagt von der Veröffentlichung her. Sagt ihr immer, sollen wir eine Folge GT machen, dann eine Folge Modern Sky? Oder wenn ich mal nämlich kein Modern Sky oder GT habe, dass ich dann sagen kann, okay, kommt es halt alle 2 Tage raus. Ja, dann weiß man, ob ich hinterher bin oder nicht. Kann immer mal in die Kommentare schreiben. Mir wurden auf jeden Fall auch schon Packs empfohlen. Ich habe schon gesagt, das Schlimme ist für mich, dass ich momentan nicht dazu komme, die 1.20er mir überhaupt anzugucken. Und teilweise bin ich auch, gewollt, es fast nicht zu machen, weil da sind Sachen dabei, die, wo man dann sagt, ja, die vermisse ich so. Wobei GT ja schon sehr viel von 1.12 und so weiter übernommen hat. Also NEI ist ja eigentlich schon mehr J als NEI. Moment mal, muss ich schnell was gucken. Hat er das drin gelassen? Drei Stück habe ich schon gegessen. Das ist nämlich das, was am Anfang ein bisschen schwierig ist, erstmal so viel Essen herzukriegen, dass man ich verhungere die Karottenmilch gerade überhaupt nicht anlangen. So, dann hätte ich gesagt, wir haben auf jeden Fall, wir haben den Gravel. Dann nehme ich mir momentan leer den Cheeseburger. Da habe ich momentan mehr davon.
haben wir hier Clay, dann nehme ich mir den Bacon Sandwich. Aber ich habe mehr davon. Erst wenn ich vernünftige Essbasis habe, macht Sinn, auf was anderes zu gehen. So, dann brauchen wir Unfired Clay Bucket. Dafür brauchen wir Clay Dust. Und für den Clay Dust brauche ich den Mortar. Und Clay. Ich glaube, ich kriege. Ja. Ich glaube, ich kriege Tiny Small raus, wenn ich das so mache. Halt. Ein bisschen Clay mitnehmen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, 20. Oh, ist schon aber extrem, ne? Oh, dann kommst du da rein. Nein. Und da rein. Wenn ich jetzt noch einen Stick übrig hätte, hätte ich gesagt, verbrenne ich einfach einen Stick. Das wird doch bestimmt auch gehen, oder? Jo. Hast du verbrennen? Wert 100. Okay, 200 braucht man für einen Brenndurchgang. Das heißt, das haben wir auch. So, Raisin sind hoffentlich Rosinen, jawohl. Ja, ich mag mehr Rosinen als das ist andere Erdnussbutter. Weiß ich nicht. Nie der Freund davon gewesen. So, wie geht's weiter? Wir brauchen jetzt Papier. 16 Stück. Nein, wir machen uns auf jeden Fall 18 Stück. Und ich muss schauen, dass ich einen Dschungel-Sapling bekomme. Das ist ziemlich fix. Ich habe schon mal 7 da. So. Da gibt's nämlich einen kleinen Trick. Den haben wir hier. Und zwar Dschungel-Sapling. Detekten, Clayman. Dschungel-Sepplinge sind wichtig. So, das, diese eine Quest hier ist eine Crafting-Task. Also das heißt, ich brauche auf jeden Fall das Woodpulp. Die Steine einstecken, ja, habe ich. So, das heißt, ich gehe jetzt mit meinem Mortar dahin. Machen wir mal schnell 12 Stück. Haben wir jetzt 4 Stück davon. Das heißt jetzt aber, ich muss jetzt Holz fällen. So, was ich euch noch empfehlen kann, ist, wenn man nicht mehr weiter weiß, in welche Richtung, dass man jetzt so rein will. Okay, nee, doch, ich will schon dahin. Aber da unten gibt es sozusagen ein View-Mode. Und dann macht man alles auf. Und kann sich auch die Rezepte angucken. Ja, wenn man jetzt so sagt, also ich möchte eigentlich dahin, was brauche ich noch dafür? Ja, dann kann man da erstmal gucken. Wenn man sich natürlich nicht spoilern lassen will, lässt man es weg. Toll, er hat schon gespoilert. Ja, das sind wir sowieso gleich. Oder bald. So. Eigentlich müsste ich jetzt losmarschieren und ein Dorf suchen, um Bücher zu machen. Ja, weil Papier herstellen tut man mit einem Eimer Wasser und dem da.
Das heißt, ich nehme mir auf jeden Fall mal einen mit. Meine Kiste zu machen ist kein Problem, aber ein Buch zu machen ist ein bisschen eins. Wird es nur gehen, wenn wir einen Dungeon finden, den? Oder ein Dorf? So. Ich will jetzt eigentlich Holz fällen. Das sollte ich es eigentlich auch machen. Und nicht vor dem Baum überlegen, was ich machen will. So, nehmen wir mal ein Gravel. Hüpfen mal nach oben. Geht halt leider nicht. Darum. Ja, mal hier hin. Was ich jetzt halt noch ein bisschen rauskriegen muss, ist für mich selber, wenn ich jetzt halt dann mal eine Speed-Aufnahme mache, weil ich jetzt sage, ich hau jetzt mal das ganze Holz raus. Ich vertone es ja sozusagen ja gleich, ne? Also, ist natürlich ein bisschen komplizierter und schwieriger, wenn man auf einmal dann die, ja, halt ganz normal weiterspricht, aber man eigentlich schon 10-mal mehr gemacht hat. Außer sozusagen, man macht einen Break rein. Ja, müssen wir mal gucken. Oder schreibt man mal rein, was ihr, wie ihr das sozusagen sagt. Wie, was, wann, wo. So, worauf ich noch eingehen kann. Und zwar, wenn ich hoffentlich meinen demnächst sozusagen repariert bekomme. Da hoffe ich, dass ich wieder in der Lage bin, auch andere Spiele zu machen. Denn momentan komplett unmöglich. Also ich kann nicht mal so ein Rollercoaster World oder so machen. Da rauscht mir mein Rechner weg. Also, da ist alles komplett im Argen. Also, die wissen schon gar nicht mehr, was sie überhaupt suchen sollen. Und ja, wenn dieses Problem halt dann gefixt ist, dass wir dann halt uns auch mal überlegen könnten, eventuell noch andere Games ins Auge zu fassen, könnte man mal reinschreiben in die Kommentare, was. Und ja, ich weiß, Factorio habe ich auch noch. Das muss ich auch endlich dann wieder so weit hinkriegen, dass das auch läuft. Habe ich noch gar nicht probiert. Warte mal. Das fehlt noch. Also Minecraft läuft so einigermaßen. So, wir können mal F7 ausmachen. So, dann haben wir da unten schon mal einen ersten Tümpel. Dann legen wir. Ne, machen wir als erstes den hier. So, was ich nur vergessen habe. Na, ja, wobei, nein, das müsste auch gehen. Brauche mehr Seiten. Ich habe ja nicht umsonst den Tropical Tree geholt. Aber wenn ich den Baum dazu kriege, dass der wächst, aber sollte halt dann coolerweise schon an der richtigen Stelle stehen oder einigermaßen an der richtigen Stelle stehen. Ja, das ist jetzt gerade so ein doppelschneidiges Schwert.
Aber Tinkers ist wichtig. Tinkers muss schauen, dass ich jetzt zum Laufen kriege. Weil ich, ne, da habt ihr gesehen, Pickaxe hätte ich mir schon längst noch mal eine machen können. Will ich aber nicht. Ich will dann meine Standard-Picke leveln. So. Das heißt, wir haben schon mal das Papier. Ich weiß ja nicht, glaube ich, gleich komplett brauchen. Ich habe einen Plank bekommen. Na, dann tue ich den jetzt einfach provisorisch mal hinpflanzen. Werde dann hoffentlich wieder ein Zeppelin rausbekommen. Papier ja auch. Danach kann ich das Ding vermehren. Ja, darum auch irgendwann mal ein bisschen eine Tour machen, dass man mal schaut, dass man ein Dorf findet. Beziehungsweise ich brauche Bücher. Und ich will jetzt nicht warten, bis ich in Twilight so weit bin in Lich, das ist eigentlich mehr Lich oder Latch gesprochen. Ich habe komische Fragen, ne? Ja, ich weiß. So, dann haben wir das. Das heißt, wir fangen jetzt an. Part Builder, Stencil Table, Tool Station. So, ich habe auf jeden Fall auch Bone Meal. Ich sehe gerade, ich habe einen Dschungelsapling. Wieso habe ich einen Dschungelsapling? Achso, weil ich mir den schon rausgenommen habe und dann habe ich ihn da reingeschmissen. Ja, klasse. So, und dann machen wir uns nämlich den Paper Bark. Und jetzt ist halt die Special-Frage. Also ich bin jetzt momentan auf 85. Schmeiß mal hier meinen Gravel rein. Sand. Erde und Sand habe ich, oder doch, Sand habe ich genügend, aber keine Erde. Sweet Potato. Okay. So, das heißt jetzt für mich nämlich 1, 2, 1, 2, bin ich auf 81, das ist jetzt 80. Ja, und dann hätte ich gesagt, ja, so kann es auch. Jetzt sind wir hier auf 80. Und dann hätte ich gesagt, dann mache ich hier mal meine ersten Felder. Meine ersten wichtigen Dinge. Das heißt, ich kann hier schon mal die Erde abtragen. Ja, ich glaube, das wird nämlich zum ersten Mal sein, dass es einigermaßen ausgleicht am Anfang. Wenn man, ja, wobei, nein, weil ich ja ab hier, habe ich ja dann schon eine Wand. Ja, ich habe ja dann, das soll ja auch ein bisschen auch noch gleichzeitig ein Schutz sein gegenüber den Viechern. Beziehungsweise, ich müsste eigentlich sogar, ich merke gerade, ich habe wieder gerade zu viel Gedanken gleichzeitig im Kopf. Erst eine nach dem anderen ausspucken, weil sonst wird es ein Chaos. So, ich hätte jetzt aber gesagt, diese 85, das ist erst mal soweit in Ordnung. Ich habe doch Bone Meal bekommen. Hab ich doch bestimmt da reingeschmissen, ne? Weil die Bäume hochtanzen geht ja hier nicht. Sollte sie vielleicht nicht genau in die Flugschneise schmeißen. So, ein bisschen Holz noch weg.
Es ist mir zu dunkel, dass ich das probiere. So, weil ich brauche jetzt dann nämlich das hier. Drei kann ich machen. Vier werde ich brauchen. So, dann hätte ich immer gesagt, ich werde jetzt aber erstmal hier diesen wunderschönen Baum hier raushauen. Beziehungsweise ich muss nochmal schnell bei den Tipps and Tricks nicht, bei It Begins. Da brauche ich Quicksand. Da brauche ich, genau, ich brauche nämlich noch Holzleitern. Stufen. Ich hoffe, dass ich Holzleitern auch verbrennen kann, bin ich ganz ehrlich. Ist es egal? Ja. Ja. Ist zwar regelrechte Verschwendung. Von Ressourcen, aber egal. Ja, wobei, nein, Moment mal. Ich habe jetzt eingesetzt 6 Stück. Das sind 6 Stück. 300 hat jeweilig. Was sind das? 1000. Nee, ein, doch 1800. Das sind sogar mehr. Nein, stimmt nicht. Ich habe 3,6 gebraucht. Dann ist es doch weniger. Aber. Ich habe die Quest fertig, denn das Wichtigste an den Quest, an dieser Quest hier, sind die Leitern. Die retten nämlich einen am Anfang, nämlich einen Obers, welche den Bäumen. Ich finde das Wort Obers so schön. Jetzt gedacht. Ist das jetzt, ich glaube, das ist bayerisch. Kann ich auch nicht mal sagen. Hochdeutsches Hintern. Wenn sich jemand gefragt hat. Andere Anglizismus könnt ihr euch denken. Oh, das ist nämlich der Vorteil, wenn nämlich das dann alles weg ist und ich auch endlich diese GT-Werkzeuge weg habe. Das einzigste GT-Werkzeug, was ich länglicher haben werde, ist das Schwert. Aber alles andere kommt weg. Und das wird dann aber auch noch irgendwann in dieses in diese Battle-Leiste reingehen. Weil G-Taste drücken, glaube ich, kriegt man auch schnell genug hin. Und vor allem, ich habe, das habe ich leider früher viel zu viel vernachlässigt. Aber es gibt da einige schöne Sachen wie Speere und so weiter. Die sollte man im Auge behalten. So, jetzt wollte ich den gerade hochtanzen. Mhm. Jawohl. Wir haben jetzt einen wunderschönen Baum. Und dann naschen wir mal wegen an der Rinde. Ich hoffe irgendwie, dass da ein Tropical Seed rausfällt. Aber das ist. Ah doch, einer ist gekommen. Das ist wunderbar.
Das heißt, ich habe meinen zweiten Park. Den pflanzen wir mal gleich dahin. So, auf jeden Fall. Oh, schaut mal, ich habe sogar noch einen. Jetzt funkt leider nicht, aber ein Stringbaum gibt es auch. Nur den habe ich auch meistens nicht im Hinterkopf, dass ich den auch wieder aufbaue. Aber sozusagen, ich habe jetzt mein erstes Bäumchen, wo man schon mal Papier herkriegt. Das heißt, Tinkers ist ab jetzt halb so schwer. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen die Tinkers-Sachen. Wir gehen hier rein. Wir können es uns hier reinschmeißen. Das heißt, ich brauche jetzt Oak. Oak, das habe ich nicht. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal Stümpfe jagen. Das müssten, glaube ich, immer Oak sein. Jetzt muss ich noch mal schnell was anderes noch gucken. Und zwar bei den Quests Fishing, Farming, Cooking. Sugar Canes. What you sow. Das wird bestimmt der hier oben sein, oder? Genau, 10 Karotten brauchen wir da. Das heißt, wir müssen das erste Feld machen. Sehe ich gerade, kleinen Fehler gemacht, kein Wasser mitgenommen. Wir haben 2 Uhr, das schaffen wir, komm. Wenn nicht, muss man rennen. Ach, da unten, schaut mal, das sind sogar noch kleine Tümpel. Haben wir es auf alle Fälle. Immer total lustig, wenn man ein wenig das so daran zurückdrängt, wo ich das erste Mal so richtig Biome so Plenty gespielt habe. Und normalerweise kennt man ja diese Couples, die sozusagen in den Dungeons mit drin sind. Oder beziehungsweise bei den Spawnern. Und auf einmal siehst du an der Oberfläche diese Steine liegen. Und denkst dann gleich, um Gottes Willen, ist es da ein Dungeon. Oder, ey, ja, Freude, da ist ein Dungeon. Ja, beides Käse. Bring dich beides nicht weiter. So, was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche davon 4 Stück und ein String, ne? Gott sei Dank. Wenn hier die Spinnen erklärt. Which spiders reflect missile damage back at you? If you see a red X on their back, draw your meal weapon and prepare for close for combat. Genau. Mother spiders will spawn a lot of baby spiders on death. Some which may be infernal. A flying spider can grab the obelisk flier. Ghost spiders are invisible and can pass through thin walls. Ah, okay. Das ist mir auch neu. Okay. Genau, das ist auch noch wichtig. The only zombie pigment to watch out for is the vampire pigment. You hardly task any damage unless you use a wooden sword as a stake or a heavy magical sword. Es gibt ja, ne, können wir gleich detekten und verstehen.
hab's gecheckt. Hat zwar nicht gecheckt, dass ich den Button da oben drücken muss, aber das andere habe ich gecheckt. Ja, und ja, aber man hat sozusagen dieses Teil hier, den Wooden Spear. Und das Ding ist auch aus Holz und macht Schaden und macht auch Abstand. Ja, genau, plus one reach. Also ich glaube, das heißt, man ist zwei Blöcke weg. Es gibt ja dann noch die besseren Speere aus Stein und aus Eisen. Die sind noch weiter weg. Ich glaube dann 2 und 3. Auf jeden Fall bekämpft man das am besten mit dem Ding, weil, wie gesagt, ist aus Holz, ne? Und Vampire mögen kein Holz. Auch im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, darum habe ich diese Waffe immer mehr lieben gelernt. So, es ist dunkel. Und ich wollte eigentlich noch Tinkers aufbauen. Aber ich hätte gesagt, ich werde einfach jetzt mit euch zusammen noch die restlichen Oakwoods sammeln. Ah, Moment mal, das sind doch noch große Bäume. Na, da geht's doch. Sagte er und unterbrach die Axt. Hat sich, glaube ich, wehgetan. Hat ein Aua bekommen. Für diejenigen, weil das ist dann doch ein bisschen schwer, die werden hell. Also wenn der Baum eher an weiß glänzt, dann glänzt, dann ist das mehr, dann ist dieser Bereich wieder sozusagen zum Ernten da. Einige werden dunkler, die werden heller. So, aber die zwei machen wir noch. Dass wir wenigstens die zwei Brickades haben. Hab gerade gesehen, hier sind auf jeden Fall 1, 2, 3 von den schönen blauen Bäumchen. Das ist auch schön. Soundcraft, wir kommen. Nee, nicht wirklich. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit ab in die Kommentare. Wenn ihr andere Vorstellungen oder sonstige Sachen habt, auch reinschreiben. Weil je mehr das ihr schreibt, umso mehr wird der Algorithmus gesagt, ey, wir helfen dem mal ein bisschen nach oben. Wäre natürlich super und von Daumen auch nach oben würde ich mich auch freuen. In dem Sinne, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.